Hallo und willkommen zurück bei Vampires the Masquerade Bloodline. Und da sieht gerade verdammt. Nein, das ist nur die Spiegelung der Tür. Schauen wir uns mal, was uns hier erwartet. Habt ihr Haar da? Fledermäuse? Okay, Geschwindigkeit, Stärke, Präsenz, gut gemacht. Nachladen. Verdammt. Allen Blut nehmen. Verdammt! Ah. Oh. Ha. Tot. Was? Hab da? Scheinwerfer? Also Moment, Geschwindigkeit, Stärke, Präsenz, Blutmacht, Schwert. Ah, wenn er in den Scheinwerfer läuft, ist er verwundbar. Also, was heißt hier verwundbar? Aber man trifft ihn besser? Komm schon, komm schon! Hero Terranischer Behemoth. Interessant. Oh, was ist denn das? Ein Ultraschallangriff? Was ist los? Was ist das für ein Scheiß? Der geht nicht mehr. Au, schon wieder. Benutzen. Was sagt er benutzen? Geschwindigkeit. Stärke. Präsenz. Blutmacht. Geschwindigkeit, Stärke, Präsenz. Blut macht. Und jetzt komm hierher. Du Widerlicher. Okay, das würde ich gerne auch können. Mich in eine Fledermaus verwandeln und durch die Gegend fliegen. So eine große würde vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit erregen, aber warum nicht? Bist du? Ah, da.
Na komm schon, komm schon. Ja, genau ins Lift. Und tot. Na komm schon. Der Typ wurde erledigt. Ich habe den Sheriff gemietet. Und jetzt sind wir hier oben bei Lacroix. Du Arschgeige. Like sire, like child. I should have killed you that night. How could someone as low as you injure me? You think you've taken everything away. But I still have my sarcophagus. Aber sie brauchen das hier, um ihn zu öffnen. You've done all the work for me once again. So much to learn. I thought I had lost it all, but no. Here you've sailed on a Gehenna wind, bearing my salvation. To my future. Worüber freuen Sie sich denn so? Give me the key. Das werde ich nicht. I said, give me the key. Verschwenden Sie die, doch nicht die Zeit, damit mich beherrschen zu wollen. Pff, erbärmlicher Lacroix. It can't end like this. Don't you see? The Quajin will kill us all. I can't lose. I will open the sarcophagus. I'll build an empire. It won't end here. Ich dachte schon, das Spiel wäre eingefroren. Ich werde ihm den Schlüssel geben. Vielleicht wird er dann zu einem Super-Mega-Oberboss und den können wir den Arsch versohlen. Ja, das wäre schön. Das wäre schön. Ich habe den tanzenden Wolf schon einmal gesehen. Er will ihn noch einmal sehen. Nee. Ich weiß, der riesen tanzende Wolf. Nö, vergiss es. Und, Beckett sagte, öffne den Sarkophag nicht. Die Hellseherin sagte, wenn ich mein Leben lieb habe, soll ich es nicht öffnen. Was hat sie zwar nicht gesagt, aber das ist das Einzige, was ich öffnen kann, wo ich auswählen kann. Also gehe ich stark davon aus, wenn ich es öffne, passiert etwas Schlechtes. Wenn Lacroix es öffnet, passiert auch etwas Schlechtes, aber dafür wird er mega stark. Also dafür wird er stark und wir haben einen mega geilen Endboss und nicht so einen Schlappschwanz wie der Sheriff gerade eben. Also, tut mir leid, aber der Sheriff war einfach. Im Vergleich zu Ming Zhao war der ein nasser Furz. Erbärmlich. Hoffentlich wärst du stark genug, dass du mir einen würdigen Kampf bietest. Now, my sacrifice. Who are you? Was? Boom, Love Jack? Jack, du alte Kackpratze. Ich glaub's ja nicht. Now I
that a beauty? Hey, Mesra, buddy, I'm talking to you. You don't really talk much, do you? Hey, it happened just like you said. They never even knew what hit them. Threw that sarcophagus out there, and they just tore each other up trying to get to it. And the kid worked out all right, huh? Remember, wherever we go, it is the blood of Cain which makes our fate. Farewell, vampire. Aber wer ist der Taxifahrer? Okay, das Spiel ist beendet. Wir haben es geschafft. Also. Also mein... Hört man mich überhaupt? Ich hoffe mal ja. Mein Fazit ist, tolles Spiel. Für damals sehr gut umgesetzt, mit heutigen Maßstäben immer noch sehr geil und es macht sehr viel Spaß, die Entscheidungen und so weiter. Die KI könnte besser sein, aber das habe ich ein paar Mal angemerkt. Also, ja, ich stehe direkt vor ihnen, die hätten mich sehen können, aber egal. Und sonst ist es ein sehr gutes Spiel. Mir hat es gefallen. Ich habe es, das Mal war das dritte Mal, dass ich durchgespielt habe. Für mich ist das eigentlich sehr viel. Ich spiele selten etwas öfter als einmal. Also, ja. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ich weiß, wer der Taxifahrer ist. Also, ich glaube, jetzt stand Taxifahrer oben rechts. Normalerweise mit dem Original-Patch und so weiter und so fort. Ich habe ja den Fan-Patch, also den unoffiziellen Fan-Patch 1.9. Im Originalen, also in den offiziellen Patch, steht dort oben kein. Der Taxifahrer ist also kein. Aber okay. Vielleicht steht es auch hier bei den Voice-Over-Actors, wer wen gesprochen hat. Ich finde es ein bisschen schade, dass es nicht mit deutscher Synchronsprechung kam. Hätte mir ein bisschen mehr gefallen, da mein Englisch nicht so gut ist. Aber sonst? Kann man sagen, sehr guter Scheiß. Ja, und jetzt lassen wir mal die Credits durchlaufen. Dann kommt der Abschnitt, wo steht, wer wenn gesprochen hat. Das ist das Testteam. Ich dachte schon, jetzt würden die Namen der Sprecher gezeigt werden, mit welcher Rolle sie was gesprochen haben.
Da steht's, inoffizieller Fanpatch bei Werner Spall and Audish. Gut. Manager Night Shift. Third Shift. Also wie gesagt, mein Englisch ist extrem grauenhaft, deshalb kann es gut sein, dass ich das Zeug falsch ausspreche oder sogar falsch verstehe. Ja, eigentlich, ich verstehe es wirklich sehr falsch. Aber gut, mein Fazit, top Spiel, KI könnte besser sein, aber sonst mega super top Spiel. Gut, ich glaube, das war's für, ja, für diese Folge, für diesen Let's Play. Das waren alle Folgen. Ich glaube, wir sind bei 75 Folgen angekommen oder so. Vielleicht habe ich ein bisschen falsch gezählt. Also, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß und hoffentlich sehen wir uns in einem der nächsten Let's Plays. Ciao, Leute!